Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen zur Tagesenergie für Freitag, den 25.11.2023. In dieser Woche gibt es nur ein Kartendeck. Und heute lege ich mit dem mystischen Kipperkarten von Fichte. Und wir haben das Gericht, das ist richtig rausgesprungen. Wir haben die Gerichtsperson, wir haben die kurze Krankheit. Und Kummer und Widerwärtigkeiten, na ja, gut, die sind wir ja gewöhnt, ne? Also diese Karte begleitet uns jetzt schon so viele Wochen. Ich kann es gar nicht mehr sagen, wie lange das ist, aber es ist immer wieder, ist diese Kummer und Widerwärtigkeiten daran. So, wir schauen mal. Wir haben die Arbeit, die gute Dame und wir haben den angenehmen Brief. Wir haben den guten Herrn, das Gefängnis und die trüben Gedanken. Unten drunter liegt das Geschenk bekommen. Das Geschenk mit dem Weihnachtsbaum. Und wie passend ist das? Wir gehen auf Weihnachten zu. Und es könnte durchaus sein, dass diese, und das spüre ich hier ganz deutlich, dass diese Situation sich bis Weihnachten mindestens mal verändert hat. An Weihnachten sitzt er nicht mal alleine in dieser Kneipe und trinkt sein Bier. Und schaut mal, hinter ihm sitzt ein Engel. Also ich soll dir sagen, egal in welcher Situation du bist immer beschützt. Auch wenn es wirklich so aussieht, als wenn es mor kein Morgen geben wird. Du bist immer beschützt. Und sei dir da mal ganz sicher und sei dir da auch bewusst. Weil diese kurze Krankheit, die hat auch mit dem Kummer und Widerwärtigkeiten zu tun. Bis Weihnachten hat es sich verändert. Wir haben hier mit dem Gericht und der Gerichtsperson, das ist immer die geistige Welt, die hier ganz deutlich auch manchmal eingreift, aber manchmal lenkt. Und wir haben mit Arbeit und Beschäftigung, die Arbeit ist die Aktivität. Hier kommt jetzt, also er steht auf dem Feld und geht mit der Sense ganz, ganz aktiv über dieses Feld. Und hier kommt Aktivität rein zwischen der guten Dame und dem guten Herrn. Das ist das Pärchen. Im Moment seid ihr noch getrennt mit dem Gefängnis. Und ich sehe das Gefängnis als Trennung an, weil es steht hier auf einer Insel und da rundherum sind die Krokodile. Es ist getrennt vom Festland. Ihr seid noch getrennt, aber ihr arbeitet daran, aktiv in die Beendigung dieses Gefängnisses zu kommen. Komischer Satz, oder? Kommt mir ganz komisch vor. Ich habe das Gefühl, dass dieser Engel, der hier hinter dir sitzt oder hinter deinem Gegenüber, diesen Brief gerade am Schreiben ist, diesen Brief gerade schreibt und wir haben hier ganz viel negative Energie und trotzdem spüre ich es nicht so. Wir haben die kurze Krankheit, Kummer und Widerwärtigkeiten, trübe Gedanken und das Gefängnis. Und dennoch fühle ich hier, dass hier etwas jetzt in Arbeit ist. Und zwar wirklich aktiv in Arbeit ist. Diese ganzen Karten, die hier rundherum sind, die finde ich, sind nicht, wie soll ich das sagen, die beherrschen nicht diese Energie. Die Energie wird beherrscht von den beiden und von der Aktivität. Und dass hier diese Freude ist, dass jetzt hier die Sense arbeiten darf. Und das wird von oben jetzt geführt und es wird geschützt und initiiert auch hier. Die geistige Welt arbeitet daran. Das heißt also, diese Arbeit an euch ist wichtiger als alles andere. Das andere ist da. Es hat seine Berechtigung. Es darf da sein. Es hat dich und euch so dahin gebracht, wo ihr jetzt seid. Und dieser goldene Schlüssel bei dem Diebstahl finde ich immer sehr deutlich auch, dass alles Negative hat irgendwas Gutes, ihr Lieben. Diese Krankheit hat was Gutes, dieser Kummer hat was Gutes, das Gefängnis und auch die trüben Gedanken, es hat immer etwas Gutes. Und wenn es nur ist, dass du dich, wenn du hier sitzt in deinem Kummer, dass du dir Lösungen einfallen lässt, wie du aus dieser Krankheit rauskommen kannst. Oder andersrum, dass du im Gefängnis überlegst, wie du auf die Klippe ganz oben hinkommen kannst. Und da haben die trüben Gedanken überhaupt keine Berechtigung, also keine Bedeutung.
sondern du stehst jetzt oben auf den Klippen und du schaust in dieses große Wasser, in diese großen Gefühle, die du jetzt leben darfst. Alles konzentriert sich hier auf diese drei Karten. Und das Ergebnis ist das Geschenk an Weihnachten. Und ich sehe, vielleicht sitzt ihr an Weihnachten, und ich muss jetzt nochmal betonen, es ist eine allgemeine Legung, ihr Lieben. Vielleicht ist es nicht bei dir so. Das nicht, dass du jetzt hier dich konzentrierst auf Weihnachten, oh, ich bin mit meinem Herzensmenschen an Weihnachten zusammen, und dabei ist es in eurem Fall aber so, dass ihr euch trennt. Ich habe es eben die letzte Zeit sehr häufig erlebt, deswegen muss ich es nochmal sagen. Aber hier in dieser Legung, hier geht es darum, dass hier zwei an Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum sind. Und ich das Gefühl kennen, Weihnachten gemeinsam zu verbringen. Das soll ich hier ganz deutlich nochmal sagen. Und ich soll eine Karte drunter schauen, seine Gedanken. Seht euch mal an, mit welcher Freude er sich zurecht macht. Ich sehe, dass hier sich jemand wirklich mit einem Liedchen pfeifend auf den Lippen zurecht macht, in den Spiegel schaut, sehr zufrieden ist, rausgeht und mit Leichtigkeit den Zylinder mitnimmt und aufsetzt und hier ganz tief im Wohnzimmer in sich bei sich ist. Und es ist so, als wenn er hier sich zurecht macht, um mit dir Weihnachten zu feiern. Was auch sein kann, ist, dass es hier um eine Situation geht, um ein Haus vielleicht. Und dass dieser Weihnachtsbaum in eurem neuen Haus, in eurem neuen Zuhause ist, in eurem neuen Wohnzimmer ist, in eurer neuen Wohnung ist. Es kann auch sein, dass diese Kummer und Widerwärtigkeiten, dieses Gefängnis eine Situation sind mit einem Haus. Und ich fühle hier immer wieder, ihr macht euch mit Leichtigkeit fertig und freut euch auf das Weihnachtsfest in diesem Wohnzimmer, in eurem Inneren. Schön. Habt einen schönen Tag, ihr Lieben. Ich liebe euch. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Mach's gut. Ciao.